Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess Hardy im Mega-Ultra-Hardcore-Helden-Modus. Im letzten Part haben wir uns mit 20 Kätzchen angefreundet und haben dann ein Herzteil dafür bekommen. Und wir haben auch die alten Schriften der Kumulana ein bisschen weiter noch ergänzt und in diesem Part wollen wir sie vervollständigen. Aber erstmal will ich davor ein paar Raben abschlachten, die hier überall fröhlich durch die Gegend fliegen. Übrigens, was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier Bombenpfeile benutze? Das will ich mal kurz testen. Also wenn ich jetzt einen von denen treffe, kann ich dann damit mehrere gleichzeitig quasi treffen, wenn der explodiert? Es ist auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt ein bisschen was verschwende. Weil ich will ja dann, ich will danach jetzt dann eh gleich in Hyrule-Stadt, also nach Hyrule-Stadt zurückgehen. Deswegen, ich kann dann da im Maro, kann ich die damit gar nicht treffen? Ich kann dann da im Maromat gleich wieder meine Pfeile und Bomben voll kaufen. Hä, kann ich die mit Bomben, warum geht denn das nicht? Seht ihr das? Ich habe die jetzt schon häufig getroffen eigentlich. Nee, ich kann mit Bombenpfeilen die nicht treffen, die gehen einfach hindurch. Das ist ja interessant, das wusste ich auch nicht. Also vielleicht habe ich jetzt auch einfach nur immer nur nicht getroffen, aber es wirkte so, als hätte ich schon das öfteren Mal getroffen. Ich meine, ja, so ist eigentlich die Hitbox ziemlich freundlich von denen. Also ich habe sogar zwei jetzt getroffen, wow. Das ist auch ganz cool. Eigentlich ist die Hitbox ziemlich freundlich von denen, deswegen... Das ist jetzt schon seltsam irgendwie. Aber naja, ich sniper die auch gerade alle schön weg. Ja, mit Bewegungssteuerung ist das echt super, wenn man so viel Splatoon gespielt hat wie ich. Und auf Rang S Plus ist und Stufe 50 hat. So, und ja, dadurch kriegen wir einige Rubine, wunderbar. Und ja, wollte ich nur kurz zeigen, ist nichts Besonderes, weil das gibt es ja an einigen Orten solche Raben, von denen man eben Rubine bekommen kann. Aber ich habe ja gesagt, dass ich euch all diese Stellen zeigen will. Und ich glaube, das habe ich jetzt damit auch getan. Aber ich glaube, weitere Stellen gibt es in dem Spiel gar nicht mehr, wo auch noch so viele Raben sind, wo man dann von denen noch Rubine bekommen kann. Ich glaube, die habe ich alle gezeigt, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, auf jeden Fall jetzt eben noch nach Hyrule-Stadt zurück. Und dann danach werden wir eben noch die letzten beiden Flaggen noch aufsuchen, die uns noch fehlen. Aber jetzt hier in Hyrule-Stadt erstmal will ich auch ganz kurz, wie gesagt, zum Maromarkt gucken, um eben da mich wieder ein bisschen aufzufüllen. Was ich aber vor allem machen will, was mir auch wichtiger ist, weswegen ich jetzt hier nach Hyrule-Stadt zurückgehe, ist, dass ich zu dem Wolf wieder mal gehen will und die nächste okkulte Kunst lernen will. Und zwar nicht nur die nächste, auch schon die letzte. Genau, das ist ja jetzt das letzte Mal, dass wir jetzt dann gleich den Typen sehen werden. Deswegen jetzt kann ich dann auch mal ein bisschen mehr über den so erzählen, was ich ja bisher immer noch geheim gehalten habe. Obwohl das ja eh schon vielleicht jeder weiß, aber trotzdem... Das machen wir auch sofort, würde ich sagen, was das Spannendste ist. Und jetzt können wir ihn zwar noch nicht sehen, aber er würde jetzt dann, glaube ich, gleich vor der Tür da stehen. Glaube ich. Oder hinter der Tür sogar. Es kann sogar auch sein. Also an sich, man kann, ja genau, hinter der Tür sogar. Man kann auch hier hinten schon hingehen, aber eben nicht mehr weiter, weil eben da jetzt diese Schutzschild da im Weg ist. So. Und da ist er auch schon. Ein letztes Mal, Leute, seid ihr bereit? Ich darf mein Schwert hier gar nicht benutzen. Interessant. Aber na gut. Und jetzt aber schon. Ich konnte es nicht rausholen, aber wenn Link dann selber macht, dann schon. Naja. Auf jeden Fall ein letztes Mal. Er hier. Hallöchen. Die Zeit ist gekommen. Dies ist die siebte und letzte okkulte Kunst, die ich dich lernen werde. Diese letzte okkulte Kunst ist eine äußerst geheime Technik, die den ganzen Mut desjenigen verlangt, der sie ausführt. Bist du bereit, diese okkulte Kunst zu erlernen, die nur ein wahrer Held meistern kann? Okay, also gut. Aber zuvor zeige mir noch einmal, ob du die Riesensprungattacke, die ich dich beim letzten Mal gelehrt habe, beherrscht. Also los, greif mich an. Okay, und diesmal ist aber nur einer und nicht mehrere. Hört ja! Sehr gut. Du hast ja meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Also dann, die letzte okkulte Kunst. Die Riesenwirbelattacke. Mhm. Die ist ein bisschen anders als zum Beispiel in Wind Waker. In Wind Waker ist sie cooler, das schon, aber ist trotzdem hier auch nicht schlecht. Du beherrschst die Wirbelattacke, eine der Basistechniken des Schwertkampfes. Nun, da du zahlreiche okkulte Künste gelernt hast und den Geist eines wahren Helden besitzt, kannst du die Macht der Wirbelattacke verstärken. Aber du kannst diese Kraft nur aufbringen, wenn du voller Lebensenergie bist. Und das ist auch schon der große Nachteil daran, aber werde ich gleich noch mehr dazu erzählen. Wir werden sogar jetzt auch hier geheilt, freundlicherweise. Also dann, greife mit deiner Wirbelattacke an. Und die wird jetzt automatisch die Riesenwirbelattacke. Kann man auch wieder doppelt auslösen. Also entweder, wenn ich halt den Kontrollstick bewege oder auch wenn ich B gedrückt halte. Ich mach's mal mit B gedrückt halten. Und... Yeah! Und die hat eine ziemlich hohe Reichweite und macht unendlich viel Schaden. Das ist echt heftig. Eine hervorragende Technik. Ich sage es dir noch einmal. Wenn du keine volle Lebenskraft hast, kannst du diese Technik nicht verwenden. Vergiss das nie. Damit hast du die letzte okkulte Kunst, die Riesenwirbelattacke, gelernt. Oder erlernt. Ja! Und da schreit Link auch richtig laut nochmal und richtig, ja, voll Wut entbrannt so irgendwie und voller Kraft, volles Mutes einfach nur, dass er dann die Riesenwirbelattacke auch wirklich einsetzen kann. Wenn du bei voller Lebenskraft eine Wirbelattacke ausführst, hat diese mehr Effekt. Nun hast du alle okkulten Künste gelernt. Zwar wurde ich als Held geboren, aber der Nachwehr, der Nachwelt konnte ich nie mein Wissen vermitteln. Endlich habe ich dies nachgeholt. Du, der du zahlreiche Kämpfe überstanden hast und mit klarem Blick in die Zukunft schaust, hast die Macht, aus diesem Hyrule wieder das von den Göttinnen gesegnete Land zu machen, das es einst war.
Adieu. Warum sagt er Adieu am Ende? Ist komisch. Geh hin und zieh mutig in den Kampf, mein Sohn. Sehr interessante letzte Worte. Denn damals, als das Spiel rauskam, wurde von vielen schon vermutet, dass dieser Typ hier tatsächlich der Link aus Ocarina of Time ist. Und lange wusste man da nicht genau Bescheid, ob es wirklich so ist, war halt nur eine Theorie. Aber mittlerweile wissen wir, ja, das ist tatsächlich so. Das wurde von Nintendo höchstpersönlich bestätigt, denn in der Hyrule Historia steht das, dass dieser Typ hier tatsächlich der Held aus Ocarina of Time ist. Also das ist, also von dem wir jetzt die ganzen Schwertechniken beigebracht haben, das ist der Link aus Ocarina of Time. Deswegen hat er auch gerade eben gesagt, dass er als Held geboren wurde, was ja in Ocarina of Time der Fall war. Er ist ja der Held der Zeit eben. Und dieses Mein Sohn, das ist natürlich auch sehr interessant. Also, ich glaube nicht, dass es so ist, dass jetzt Link tatsächlich der leibliche Sohn von ihm ist. Das glaube ich jetzt eher weniger. Aber es ist halt eher so nachfahrenmäßig und so weiter, so reinkarnationsmäßig und sowas gedacht. Das halte ich da eher für wahrscheinlich. Also, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er der leibliche Sohn von ihm ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht auch doch irgendwie, keine Ahnung, aber das glaube ich eher nicht. Jetzt will ich noch kurz hier Sachen eben kaufen, genau. Also, meine Pfeile und meine Bomben wieder voll aufstocken, weil ich will natürlich immer viele Bombenpfeile zur Verfügung haben, um die schön durch die Gegend ballern zu können. So. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr sagen, Moment, aber erstmal, ja, ich muss wieder ein bisschen was verschwenden, aber ist egal. Rubine brauchen wir ja eh keine, wie gesagt, und Bomben will ich auch kurz auffüllen. Meine anderen beiden, also Wasserbomben und Krabbelkäfer-Dingsies, habe ich eigentlich noch genügend, deswegen, ja, Wasser alles. Ne, halt, ja, passt. Okay, gut. Dann reicht. Das ist immer noch so cool, der Typ, einfach nur, wie er da immer einen Moonwalk macht. Naja, sehr interessant auf jeden Fall. Gut. Und das macht übrigens auch Sinn, dass der Link aus Ocarina of Time jetzt hier in dieser Form ist, wie wir ihn jetzt gerade gesehen haben. Denn die Form, die er jetzt hier in Twilight Princess annimmt, quasi gezwungenermaßen, er ist ja im Prinzip ein Stahlforce, wenn man so will. Und ich glaube, ist es doch so, ich hoffe, dass ich mich jetzt eigentlich wieder täusche, ich habe nämlich Let's Play schon viel Blödsinn erzählt. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens mal recht habe und mich nicht wieder vertue. Will ich eigentlich noch hier irgendwas machen? Nee, ne, passt alles. Auf jeden Fall in Ocarina of Time, glaube ich, wurde doch erzählt, also da wurde einem gesagt, dass wenn man zu lange in den verlorenen Wäldern oder allgemein in den Wäldern durch die Gegend latscht und man kein Kokiri jetzt gerade ist, dann ist es so, dass man dann als Stahlforce halt enden wird. Glaube ich zumindest, ne? Und genau das ist eben, ja, ich will mich übrigens warten, fällt mir gerade auf. Und genau das ist eben dem Link aus Ocarina of Time passiert. Denn der Link aus Ocarina of Time ist ja auch kein Kokiri, er ist ja ein Hylianer. Ich will... Aber das, ist das die letzte Flagge? Ne, es fehlen doch nur zwei Flaggen, dachte ich, oder? Genau, hier fehlt auch noch eine, stimmt. Das war jetzt ein bisschen blöd sogar von mir. Weil da hätte ich jetzt nämlich gleich hinlaufen können. Von der rechten Seite aus, ja. Das war jetzt nicht ganz so, aber wo ist das überhaupt? Genau, das ist an der Stelle. Ja, da will ich mir jetzt nochmal kurz hier hin. Warum? Tut mir leid, ich hätte Hyrule-Stadt im Osten verlassen sollen, nicht im Süden, sorry. Ich wollte einfach nur irgendwo verlassen, weil ich mich halt dann wieder hätte hinwarten können überall. Aber ich hätte im Osten verlassen sollen. Wäre schneller gegangen, tut mir leid, aber wir kommen jetzt auch so hin und dann eben noch nach Süden zum Wald von Firone dahin. Auf jeden Fall, Link aus Ocarina of Time ist eben kein Kokiri, sondern ist ein Hylianer, deswegen ihm würde dasselbe Schicksal erleiden, wenn er zu lange in den Wäldern da rumlaufen würde, dann würde er auch zu einem Stahlfoss werden. Und genau das ist dann auch eben passiert, weil am Ende von Majora's Mask, glaube ich, sieht man doch, wie er mit Epona dann auch wieder in die Wälder hineinreitet. Und da ist er ja immer noch irgendwie auf der Suche nach Navi oder so, aber er findet sie halt nie und deswegen endet er dann eben als Stahlforce und er konnte eben, wie er ja auch gerade eben gesagt hat, sein Wissen niemals an die Nachwelt wirklich weitergeben, weil er immerhin der Held ist und deswegen natürlich einiges auf dem Kasten haben sollte. Und er konnte eben sein Wissen niemals weitergeben an die Nachwelt, aber jetzt hier schon, auch wenn er jetzt eben ein Stahlforce geworden ist, jetzt hier schon eben dann dem nächsten Helden, dem Held der Schatten oder so, auf jeden Fall dem Twilight Princess Link halt. Und das ist eigentlich schon ganz cool. Ich hoffe, dass mir jetzt nicht getäuscht habe, wie gesagt. Auf jeden Fall, also was ich definitiv weiß, ist es wirklich hundertprozentig bestätigt, dass dieser Link auch tatsächlich, nicht dieser Link, sondern dieser Typ da halt, dass der Link aus Ocarina of Time ist, der Held der Zeit eben. Und ich meine eben auch, dass es so ist, dass wenn man in den verlorenen Wäldern halt zu lange rumläuft, dass man dann ein Stahlfoss wird und deswegen erklärt es auch, warum er ein Stahlfoss ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das dürfte schon alles passen, so wie ich das erklärt habe. Hoffe ich, wenn ich was falsch gesagt habe, dann wieder berichtigen. Auf jeden Fall. Ist eigentlich hier oben eine Höhle? Können wir kurz gucken. Ich meine, warum sollte hier oben der Ort noch sein? Nein, okay, gut, ist einfach nur, dass hier die Ranken sind. Auf jeden Fall, ich will hier, habt ihr ja gerade schon gesehen, ich wollte diese Statue hier ein bisschen da wegbewegen, dass ich jetzt eben hier drauf landen kann. Und dann hier rüberspringen kann und dann können wir jetzt hier wieder mal unsere Schrift ein bisschen ergänzen. Und dann, nach diesem hier, fehlt nur noch ein weiteres Schriftzeichen oder halt eine weitere Ergänzung und dann ist sie schon vollständig. Wunderbar. Immer noch nicht, genau, passt schon, denn eins fehlt noch. So, und jetzt will ich aber noch zur Truhe natürlich kommen, indem ich hier rüber gehe. Ich will dich am besten... Ja, immer noch ein bisschen mehr nach links, so. Ja, passt, glaube ich. Ja, nicht runterfallen jetzt. Yay, sehr schön. Aber da ist vielleicht noch eine Höhle. Ja, ich guck gleich mal. Aber erstmal Truhe, da waren im Original auch nur Rubine drin, bin ich mir relativ sicher. Und hier finden wir Rubine. Okay, gut. So, dann jetzt kurz gucken, ob ich jetzt hier... Ich meine, das sieht ein bisschen wie eine Höhle aus, oder? Hier... So? Ne, doch nicht.
Ich mach mal kurz die Dinger hier weg, aber ich meine, normalerweise würde man das auch so glitzern erkennen können. Ne, da ist nichts mehr. Okay. Dann halt nicht. So. Gut, dann ist noch warten zum letzten Punkt, genau. Und ich war mir ja im letzten Part nicht ganz sicher. Ich will am besten. Ich will eigentlich sogar, wo will ich denn hin? Ich will am besten sogar, glaube ich, hier hin. Ich glaube, ich bin sogar näher dran. Oder? Ich glaube sogar schon, weil ich muss nämlich von der linken Seite aus, glaube ich, kommen. Wenn mich alles täuscht, um dann die Statue da eben wegzubewegen. Die haben wir nämlich auch schon mal gesehen, diese Statue, wo wir jetzt gleich hingehen werden. Auf jeden Fall, im letzten Part habe ich ja noch vermutet, dass es vielleicht noch ein zweites Herzteil jetzt hier bei dieser Quest da gibt, wo ich mir nicht mehr ganz sicher war. Und das ist jetzt eben der Ort, wo wir jetzt gleich den besuchen werden. Bei dem bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir da jetzt ein Herzteil bekommen oder doch auch nur Rubine im Original. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe nämlich eine Erinnerung, dass da auch ein Herzteil war, aber da kann ich mir jetzt eben auch täuschen. Wie gesagt, ich hab auch die Kommentare vom letzten Part noch nicht gelesen, falls ihr mich da berichtigt habt, keine Ahnung. Wir werden es ja jetzt dann gleich in den nächsten paar Sekunden, Minuten, wie auch immer sehen, was wir jetzt dann gleich finden können. Ich kann mal kurz mit dir auch wieder reden. Was sag ich mit dir? Lampentypi? Er schläft. Ja, oder so. Das habe ich auch noch nie. Das ist ja witzig. Oh, du hast mich geweckt. Danke. Das ist ja witzig. Ja, Öl willst du? Für 20 Rubine bekommst du Nachschub. Nee, will ich gar nicht. Das ist ja witzig. Viel Spaß mit der Lampe und wenn du kein Öl mehr hast, komm zu mir. Was hast du jetzt eigentlich vor? Geht deine Reise noch weiter? Pass gut auf dich auf. Die Welt ist voll von schrecklichen Kreaturen. Ich persönlich denke ja immer, am schlimmsten ist es zurzeit am Fluss der Soras. Okay, warum erwähnt er das extra? Das ist interessant. Und dass ich ihn auch aufwecken kann, das habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht. Das ist auch witzig. Warum erwähnt er speziell den Fluss der Soras? Da gibt es am meisten Monster. Meint er damit seine... Hier, das ist ja Sora-Fluss. Ich meine, hier an der Stelle sind natürlich sind Sina und Tina. Und die sind ja mit ihm verwandt, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht genau, wie sind die Geschwister alle? Oder ist er ihr Cousin oder sowas? Vielleicht meint er die mit Monster auch. Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall. Hier ist die letzte Eulenstatue. So, komm mal her. So, und da können wir jetzt eben dann unsere Schiff vervollständigen. Wunderbar. Und die müssen wir dann, glaube ich, nochmal dem einen Typen zeigen, wenn wir hier fertig sind. Ich weiß nicht, also ich denke mal, der wird dann wieder zu dem Bunker zurückgegangen sein, hoffe ich mal. Antikes Dokument vervollständigt. Du hast alle kumulanischen Zeichen erfolgreich ergänzt. Es enthält wichtige Hinweise für die Reise nach Kumula. Lege es auf irgendwas und zeige es verschiedenen Leuten. Aber vorher will ich auf jeden Fall noch etwas mit dir anstellen. Ist eigentlich, ja, es könnte auch sein, dass hier irgendwo noch eine Höhle ist. Das habe ich nämlich auch noch nie erkundet. Boah, es gibt so viele Stellen in dem Spiel, die ich noch nie erkundet habe als Wolf auf Höhlen, weil mir die halt egal waren, weil ich halt da schon dann alle Herzteile und so weiter hatte. Naja, auf jeden Fall hier sollen wir die Statue reinschicken in dieses kleine Loch. Da kommt sie jetzt auch gar nicht mehr raus. Und eine Cutscene zeigte uns, dass wir jetzt hier irgendwie nach oben kommen müssen. Und das geht natürlich am besten als Wolf mit der Hilfe von Midna. So. Dann hilf mir bitte, genau. Hui, hui, hui. Das haben wir jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht, glaube ich, diesen Wolfsprung, oder? Also mir kommt so vor, als wäre das Ewigkeiten her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Und da kommen wir jetzt dann gleich eben zu einer Truhe und ich... meine eben in Erinnerung zu haben, dass da ein Herzteil drin war, aber da kann ich mich auch täuschen. Also bin ich jetzt so 60-40 oder so, sag ich jetzt mal. 60 Herzteil, 40 nicht. Ist ein Herzteil, wusste ich doch. Genau, sehr schön. Das ist insgesamt 5. Du erhältst ein zusätzliches Herz und volle Gesundheit. Yay. 17 Herzen haben wir schon, sehr schön. Das ist aber auch jetzt sogar ein bisschen blöd, weil wir haben jetzt ja hier nur einen Stempel gefunden bei diesen 6 Truhen, die wir jetzt hier geöffnet haben. Das heißt, dass uns immer noch 19 weitere Stempel fehlen und ich einfach keinen blassen Schimmer habe, wo noch so viele sein sollen. Also am Ende, wenn man eben die Dungeons abzieht, wo wir noch welche bekommen werden und vielleicht noch die Drillhöhle, wenn man da auch welche bekommt, dann fehlen immer noch total viele. Das verwirrt mich echt so hart, dass da uns einfach noch so viele fehlen. Ist eigentlich hier noch irgendwie vielleicht was? Hier, das habe ich auch nie erkundet. Kann ich da rein? Nee, okay, das ist einfach nur etwas zum... so wühlen. Und da ist ein 10er. Schade. Das wäre ein cooles Versteck gewesen für eine Höhle, weil ich an diesem Ort war ich auch noch nie so ungefähr. Deswegen, das wäre auch ein schönes Versteck gewesen. Aber hier ist noch mehr. Ah, hier. Kann ich hier rein? Nee, okay. Das sah grad durch die Kamera aus, als wäre das ein großer. Aber es sind 3 kleine. Ach, Mann. Ich bin jetzt irgendwie hier ständig mal auf der Suche nach Höhlen. Aber das ist auch echt schwierig, finde ich, die auch tatsächlich dann zu finden. Ich gucke jetzt auch mal hier mich kurz um. Eins ist die Säule aber sogar wieder zurückgegangen. Ist ja interessant. Ich dachte schon, dass die da stehen bleiben würde. Aber ne, die resetten sich. Das ist ja interessant. Na gut. Ja, aber wie gesagt, hier jetzt nach Höhlen. Ne, das sind auch nur 3 einzelne. Hier jetzt nach Höhlen zu suchen, mache ich nicht, weil das mache ich ja eher am Ende dann noch, wie gesagt. Und ich werde dann immer reinschneiden, wenn ich irgendwas gefunden habe. Aber die Stempelsuche wird echt noch extrem schwierig, glaube ich. Also, da habe ich echt schon Schiss davor. Weil, also, ich habe echt das Gefühl, dass ich da welche dann im Internet nachgucken muss, weil ich die ja anders nicht finde. Weil das sind so viele, die uns noch fehlen. Und ich habe einfach keine Ahnung, wie ich noch so viele hier entdecken will. Das ist echt komisch. Naja, gut. Ja, jetzt wollen wir uns wieder warten nach Kakariko, denn jetzt haben wir hier alles gefunden und gemacht und getan. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen noch was anderes machen.
Wir haben noch was anderes. Ich will noch mal ganz, ganz kurz zum Heiligen Hain, denn jetzt ist gerade Nacht. Und wir haben uns ja gemerkt, dass wir, also was gemerkt, das haben wir noch gar nicht wirklich gesehen, aber ich habe es euch gesagt, dass wir hier an der Stelle beim Masterschwert eben, dass wir da noch eine Geisterseele finden können, wenn es nachts ist, aber es war damals Tag und ich habe dann gesagt, hey, wir müssen aufpassen, wenn es nachts wird, müssen wir hier zurückkehren. Jetzt ist gerade Nacht, deswegen, das machen wir jetzt noch schnell. Dann fehlen uns nämlich danach nur noch 5 weitere Geisterseelen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Da ist sie auch schon, genau. Hallöchen. Und bam. Und herkommen. Yay, sehr schön. Es kann auch sein, dass hier noch irgendwo eine Höhle ist, beim Masterschwert oder allgemein im Heiligen Hain. Da kann ja überall noch eine Höhle sein. Oh, das ist so kompliziert. Ich werde noch so viel hier erkunden müssen, um hier wirklich alles finden zu können. Weil, wie gesagt, ich habe so viele Höhlen einfach im Originalspiel nie gefunden und mich auch nie so wirklich dafür... dass ich mich nie dafür interessiert hätte, das stimmt eigentlich nicht, weil ich erkunde ja gerne Sachen. Selbst wenn ich die gar nicht unbedingt brauche für 100% oder so, aber ich erkunde ja gerne Sachen auf jeden Fall. Aber hier durch die ganze Welt als Wolf durchzulaufen, habe ich halt trotzdem nicht gemacht. Und deswegen, das wird auf jeden Fall noch sehr spannend werden. Naja. So, jetzt aber auf jeden Fall zurück nach Kakariko. Denn, wie gesagt, da dürfte jetzt, glaube ich, dann schon wieder der Typ stehen in den Ruinen da unten. Und genau, wir haben jetzt das Dokument vervollständigt. Deswegen mal gucken, was er jetzt dann gleich dazu sagen wird. Beim letzten Mal ist das Dokument ja nicht vollständig war. Da ist ja irgendwie dieses Siegel nicht gebrochen worden. Da ist es halt nur passiert, dass unser Kopierstab wieder funktioniert hat. Aber ansonsten ist nicht wirklich viel passiert, deswegen hoffentlich wird sich das gleich ändern. Kann ich eigentlich durchs Fenster auch rein? Nee, okay. Na gut. Ich sollte auch als Mensch reingehen, nicht als Wolf, weil ansonsten rennen die alle schreiend davon, wenn ich da als Wolf wieder Hallo sage. Ich gehe als normaler Mensch rein. So, und habe ich ja auch schon erzählt, jetzt dann gleich, ich meine, wir haben ja jetzt gerade eben in diesen 6 Truhen haben wir ja, was sagt eigentlich Elias? Sagt ihr noch irgendwas anderes? Ja, Leonardo, du bist im Weg. Okay, wir warten in den Katakomben. Was sagst du noch? Ach übrigens, Link, in den Katakomben unter dem Heiligtum ist gerade ein Bekannter von Thelma. Er ist wohl hier, um die riesige antike Statue dort unten zu besichtigen. Genau. Auf jeden Fall, wir haben jetzt eben in den 6 Truhen 300 Rubine gefunden, 2 Herzteile und einen Stempel. Und da habe ich ja auch schon erzählt, wir brauchen halt jetzt dann auch danach gleich noch viele Rubine und deswegen hat man eben da auch so viele bekommen. So, Hallöchen. Also ich soll es ihm zeigen, natürlich. Hast du meinen Brief gelesen? Leider haben diese Worte, die ich von dir gelernt habe, bei meiner... Was, ein Brief? Bei keiner Statue irgendeine Reaktion hervorgerufen. Was mögen diese Worte nur für einen Sinn haben? Wir hätten einen Brief bekommen können, echt? Aber den kann ich bestimmt auch noch später bekommen. Naja, ist auch egal. Also an sich ist aber komisch, weil ich habe doch Hyrule-Stadt betreten und da kriegt man doch auf der Brücke, auf der östlichen Brücke von Hyrule-Stadt kriegt man doch immer Briefe, wenn man einen bekommen könnte. Hä? Oder meint er was anderes? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ist es etwa das antike Dokument von neulich? Nanu, da steht ja jetzt viel mehr als vorher. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber es muss ja jetzt etwas bedeuten, dass du es mir zeigst, oder? Ja, schon. Also gut, Link, ich werde noch einmal den Zauberspruch vortragen. Yay, es funktioniert! Oh, sie... hat die gleiche Form angenommen wie die anderen Statuen. Was kann das nur bedeuten? Nein, das geht so nicht. Ich bin völlig verwirrt. Entschuldige, Link. Ich muss erstmal wieder klaren Kopf bekommen. Und er haut wieder ab. Das ist irgendwie so witzig, weil irgendwie er... Jetzt ist er auch einfach verschwunden. Ja, klar. Er war gerade noch hier. Und Teleportation ist er plötzlich da hinten. Natürlich, mein Lieber. Was sagt er jetzt? So geht das nicht, ich bin völlig verwirrt, ich verstehe kein Wort. Das ist auch so witzig, dass er irgendwie niemals den Kopierstab wirklich in Aktion zu Gesicht bekommt, weil er immer davor weggeht. Was eigentlich, wenn ich ihm den zeige? Kann ich ihm den zeigen? Nein, er sieht ihn nicht mal, weil er facepalmt oder so. Ach ja, auf jeden Fall, ich will hier dich weghauen. Bam. So, willkommen. Yay. Wir dürfen durchgehen und jetzt dann gleich wird er wieder hinterhergelaufen kommen. Hier ist noch ein größerer Raum, genau. Wird er hinterhergelaufen kommen und fragt sich wieder, hey, wie hast du das gemacht? Also, der hat irgendwie immer keine Ahnung, was wir immer hier tun. Und was zum Teufel ist das denn? Link? Wie hast du diese steinerne Statue und das hier, er checkt einfach gar nichts. Unglaublich, einfach unglaublich. Das ist doch die Kumula-Kanone aus den Aufzeichnungen meines Vaters. Ich wusste doch, dass hier irgendetwas seltsam war. Da hat mich meine Intuition nicht getrogen. Ja, aber wie kann man damit nur nach Kumula gelangen? Ja, das ist die Frage. Und zwar, habt ihr schon eine Idee? Hier, Midna will sich melden. Wir holen sie mal kurz raus. Und sie ist in der Kanone drin. Eine Kanone? Was machst du jetzt, Link? Ich will mich, ja, warpen. Aber Problem... Aber dieser Typ da schaut uns schon die ganze Zeit an. Tja, dann sollte er verschwinden. Was meinst du? Oh, möglicherweise störe ich?
wie unaufmerksam von mir. Ich sollte wohl besser verschwinden. Also dann, Link, du musst mir dann unbedingt erzählen, wie das hier ausgegangen ist. Das ist echt schade, weil er interessiert sich so sehr dafür. Ach ja, lass mich dir noch einen letzten Rat geben. Das Ding scheint kaputt zu sein. Du solltest es erstmal jemandem zeigen, der sich mit Kanonen auskennt. Da kenne ich jemanden. Also bis dann. Das ist echt schade, weil er interessiert sich so sehr für das Kommunerzeug hier. Und immer muss er abhauen, wenn es gerade spannend wird. Naja. Oh, das war ein bisschen gemein von uns, oder? Ja. Naja, was sollen wir machen? Er hat es ja nicht so übel uns genommen. So, ich will aber noch mal kurz gucken, ob jetzt auch hier irgendeine Höhle ist. Das kann ich auch sein. Das wäre ja auch ein guter Ort, finde ich, für eine Höhle, die hier noch irgendwo versteckt ist. Hier ist auf jeden Fall was zum... Ja, Kamera. Hier ist was zum... Aber das ist keine, wo ich rein kann. Nee. Das ist eine, wo ich was finden kann. Ein Rubin. Ich will kurz gucken, ist das eine Größe? Nee, es wirkt immer nur so, als wären das hier größer. Aber war es nicht schon, sogar schon mal so, dass wir mal... Was war das denn jetzt? Dass wir mal in den Boden reingehen konnten, obwohl mal das Glitzerzeug nur irgendwie auch kleiner war und dass es aber trotzdem dann eine komplette Höhle darstellte? War das nicht auch schon mal so? Ich weiß gar nicht mehr, aber einige Rubine kann man ja auch noch bekommen. Also die Entwickler wissen eben, dass man jetzt dann gleich einige Rubine auch brauchen wird. Aber man hat ja auch genügend bekommen, jetzt deswegen so schlimm ist es jetzt auch nicht. Was tust du, Wolf? So, und hier finden wir noch weitere 5. Und das war es aber, glaube ich, an Glitzerstellen. Oder? Ja, ich finde keine mehr. Na gut. Ist halt hier auch keine Höhle, schade. So. Warum sind immer irgendwie, entweder es sind Felsen im Weg oder Leonard oder sonst irgendwer. Eine Kanone. Was machst du jetzt, Link? Warpen. Und wo warpen wir uns natürlich hin? Wir warpen uns natürlich zum Hyliasee, denn am Hyliasee kennen wir jemanden, der sich exzellent mit Kanonen auskennt. Und wieder mal demonstriert Midna ihre unendliche Macht, dass sie einfach mal komplette Kanone durch die Gegend bewegen kann. Ich meine, sie hat es auch schon mit Brücken geschafft. Deswegen, das sollte eine Kanone eher ein Kindergeburtstag für sie sein. So, und jetzt dann gleich wird eben der Typ uns die Kanone reparieren. Aber das Problem ist eben, dass er das nicht freiwillig einfach so macht, dass wir ihn dafür erst ein bisschen bezahlen müssen. Und ich glaube, er will jetzt eben 200 oder 300 Rubinen oder so dafür verlangen. Aber man hat ja auch gerade eben so viele finden können, deswegen das ist eigentlich auch kein Problem, wie gesagt. So, da ist sie auch schon. Und genau, das ist nämlich auch etwas, was schon die ganze Zeit des Spiels über komisch war. Denn wenn ich mit dem Typen gesprochen habe, dann hatte ich ja mehrere Optionen. Ich konnte ja entweder nach oben hier fliegen, oder zur Oase. Oder es gab auch noch eine Option, die nannte sich mitbringen, reparatieren. Ja, genau, reparatieren. Ein schönes deutsches Wort. Na, jetzt habe ich Reparatur und Reparieren gemixt und Reparatieren kam raus. Ein wunderschönes Wort. Auf jeden Fall mitbringen, Reparatur oder irgendwie so stand da dran. Und man dachte sich schon die ganze Zeit, hey, was soll das? Aber jetzt weiß man es. Hey! Sag mal, ist das deine? Du bist also so verrückt danach, dass du sogar eine eigene Kanone besorgt hast. Dann wollen wir uns mal dein Prunkstück doch mal aus der Nähe ansehen. Und? Was? Das ist aber auch ein ziemlich klassisches Modell, oder? Außerdem habe ich gar keine Zündvorrichtung dafür. Im Moment kann man die also gar nicht benutzen. Ich könnte natürlich versuchen, sie für dich in Ordnung zu bringen. Ich meine, das würde dich natürlich 300 Rubinen im Voraus kosten, interessiert? Ja, du Heißabschneider. Wusste ich's doch, ich weiß genau, was du willst. Dauert auch gar nicht lang. Das glaube ich auch jetzt ganz witzig, genau. Ist so idiotisch. Und die Musik noch dazu auch. Das war, also die Musik, die wir jetzt gerade gehört haben, war eine schnelle Version von der Musik, die wir immer gehört haben, wenn wir uns nach oben haben schießen lassen. Oder auch während Minispielen, während zum Beispiel dem Flug-Minispiel, wo wir die ganzen Früchte einsammeln mussten. Aber jetzt nur eine schnelle Version gerade eben. Und dann gerade eben immer der Tag-Nacht-Wechsel. Super witzig einfach nur. So, das hätten wir. Hab sie repariert, glaube ich zumindest. Sieht zwar ziemlich vergammelt aus, aber was drin steckt, ist super. Das Ding bringt dich vielleicht wirklich bis in die Wolken. Pass mal auf, ist sicher nicht ganz ungefährlich. Also, ich gehe nochmal, will dich ja nicht stören. Viel Spaß wünsche ich dir. Tschüss. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn ich jetzt nochmal zu ihm gehe und jetzt die Option mitbringen, Reparatur auswähle? Weil das gab es doch immer als Option, oder? Habe ich jetzt Halluzination? Nee, das gab es schon. Es gab entweder ganz normaler Flug oder Oase oder mitbringen, reparatieren. Genau. So, immer gern zu Dienst. Wie wär's? Magst du einen Flug? Kostet dich nur 10 Rubine. Ja, okay, jetzt steht da Reparatur. Ich glaube, da stand damals mitbringen und dann reparatieren. Ganz genau so stand das bestimmt damals dran. Wir gucken mal kurz, was sagt er jetzt? Hab sie schon repariert. Wenn du mit deiner eigenen fliegen willst, kümmere dich selbst drum. Also was nun? Willst du oder willst du nicht? Nee, ich will nicht. Okay, ja, passt schon. Ach ja, das wird mein neues Lieblingswort, reparatieren. Wunderschön. Gut, jetzt muss ich überlegen, ob ich noch irgendwas anderes machen will. Aber übrigens, ich wollte auch noch was zur Riesenwirbelattacke sagen. Ja! Oh, wie Link da schreit, das ist so cool.
Nochmal, komm. Mach, los. Ja! Auf jeden Fall, die ist schon ganz cool, weil die macht halt wirklich unendlich viel Schaden und hat auch eine echt coole Reichweite, also viel höher als die normale und ist auch tausendmal stärker. Ich glaube, die ist die Riesenwirbelattacke nicht sogar nochmal doppelt so stark wie jetzt Blankziehen oder auch die Riesensprungattacke, oder ist sie genauso stark? Das kann auch sein. Ja, vielleicht ist sie auch genauso stark. Aber vielleicht ist sie sogar auch doppelt so stark. Das kann sogar echt sein, dass sie sogar nochmal doppelt so stark ist. Aber vielleicht auch nur genauso stark. Keine Ahnung, genauso stark wäre auch schon ziemlich episch. Auf jeden Fall, so kommen wir übrigens nach oben. Aber Problem ist eben, dass wir halt im Heldenmodus spielen und deswegen nicht so einfach an volle Herzen mal rankommen können. Deswegen, so nützlich ist die uns gar nicht mal, aber wird schon trotzdem auf jeden Fall uns einige Vorteile bringen. Und ich würde mal sagen, wir machen das mal noch, oder? Ich muss kurz überlegen, will ich noch irgendwas anderes tun? Ich glaube nicht mehr. Nein, ich habe ja auch gesagt, dass wir in dem Part vielleicht noch Kumula betreten können. Und das machen wir auch noch. Und wieder mal die Tante. Yay, kommt auch mit. Ja, und die Kanone hat auch Beine, natürlich. Hui. Wir werden zwar jetzt nicht mehr viel in Kumula anstellen können, aber wir können es zumindest noch betreten. Und hier sind wir in Kumula. Hallo, Tante. Puh, endlich wieder zu Hause. Herzlich willkommen in der Stadt von uns Kumulanern. Da du schon extra hierher gekommen bist, würde ich dir gerne die Stadt zeigen. Ah! Was zum... Dich kenne ich doch. Aus Hyrule Warriors. Was zum... Mehrere Tanten? Oh, das hat sich ja gerade grausam angehört, wie sie sich unterhalten haben. Was haben die für eine Sprache, Helm? Hilfe, das ist ja furchtbar. Dieser Drache treibt rund um die Stadt sein Unwesen. Ich mache mir Sorgen um die anderen. Lass mich kurz im Laden nachsehen, ob es allen noch gut geht. Die machen ja sowas von komische Geräusche. So, und glaubt es oder glaubt es nicht? Aber Kumula ist tatsächlich der nächste Dungeon. Und das finde ich auch wieder mal extrem cool. Denn hier in Twilight Princess ist es wirklich so, dass einige Dungeons nicht wie Dungeons wirken. Ich meine, man nehme die Bergruine, die Villa, das wirkt nicht wie ein Dungeon. Und hier sind wir jetzt in einer Stadt, in der Stadt von den Kumulanern, und das ist der nächste Dungeon tatsächlich. Und vor allem der Anfang wirkt total Dungeon-untypisch, werden wir jetzt gleich noch sehen. Weil den Laden können wir jetzt auch gleich noch uns angucken. Aber erstmal will ich hier die Truhe mir holen. Ich bin sogar zu faul zu wechseln. Warum habe ich eigentlich keine Luftanzeige? Das ist komisch. Naja, wir kriegen hier auf jeden Fall erstmal 20 Rubine. Habe ich jetzt eine Luftanzeige? Doch, okay, kam nur gerade eben nicht. Okay. Ich glaube, hier ist noch eine weitere Truhe hier unter Wasser. Genau, da vorne nämlich. Ist sogar hier noch eine dritte auch? Nein. Aber zwei ist auch schon mal nicht verkehrt, würde ich sagen. Die holen wir uns schnell und im Laden schauen wir auch noch schnell nach. Denn es gibt hier tatsächlich eben, was extrem untypisch für einen Dungeon ist, einen Laden, wo man sich Sachen kaufen kann. Und hier finden wir noch Wasserbomben. Okay, ich habe zwar schon... 28, deswegen ich kriege jetzt nur zwei oben drauf, ja. Also die 15 haben sie nicht so wirklich rentiert, aber trotzdem, ich will nicht nein sagen, weil Bomben sind immer cool, weil ich dann Bombenpfeile mehr machen kann. Okay. Genau, hier geht's wieder zurück zur Kanone. Also ich kann auch wieder den Dungeon natürlich wieder verlassen. Es macht auch irgendwie Sinn, dass ich den verlassen kann. Und das kann ich eben hier mit der Kanone wieder machen. Das war jetzt sehr knapp. Ja, hier ist nämlich ein bisschen Wind leider. Deswegen muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Und... Bam! Oh, die ist so cool, die Wirbelattacke. Ist echt heftig. So, und hier kann ich eben, wie gesagt, wieder zurückkommen. Ich glaube, hier wieder reinziehen, oder? Ja, hör doch mal. Wind. Hör auf zu nerven. Ich wollte es mir noch mal angucken. Also, der Wind hält hier... Genau. Der Wind hält hier nicht dauerhaft an, aber der kommt immer so stückweise. Und wir haben... Also, wenn ich jetzt hier so entlang laufe, haben wir Gegenwind. Also, davon... Norden kommt der, wenn da vorne Norden ist. Keine Ahnung, von da vorne halt kommt der. Auf jeden Fall der Wind. Und hier ist, glaube ich... Genau, hier ist der Laden. Was ist hier auf der rechten Seite? Da ist, glaube ich, einfach gar nichts. Oder? Das ist so ein Buschzeug. Wo ich halt Sachen finden kann, aber da ist ansonsten, glaube ich, nichts. Runterfallen muss ich natürlich hier auch sehr gut aufpassen. Ja, stimmt, das wird natürlich auch sehr schwierig werden. Also sowieso. Ich finde hier, dieser Dungeon Kumula ist der schwierigste aus Twilight Princess. Also was jetzt die Rätsel angeht. Was das Überleben angeht, nicht. Da war es eher der erste, weil man da einfach nur drei Herzen hat. Kannst du bitte nach oben gehen, Link? Aber rein von den Rätseln her, es ist ja der schwierigste, finde ich, weil hier gibt es echt so brutal schwierige Rätsel teilweise. Und hier, ich muss aufpassen, jetzt kommt gleich wieder der Wind. Und da kann man sich so einfach verlaufen, deswegen, da muss man echt super aufpassen in dem Dungeon. Ich muss auch gucken, ob ich mich hier noch zurechtfinde einigermaßen oder ob ich hier auch ein bisschen hängen werde vielleicht mal. Ich muss mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht zu lange hängen werde. Aber ich glaube auch, dass der für uns jetzt im Mega-Ultra-Hardcore-Heldenmodus auch extrem schwierig wird. Weil, ich meine, das ist ein Wolken-, ein Luft-Dungeon. Und deswegen kann man hier natürlich sehr einfach runterfallen an einigen Stellen. Und runterfallen kostet uns 4 Herzen Schaden. Deswegen, oder halt 4 Herzen, meine ich. Deswegen, da müssen wir echt sehr gut aufpassen.
So, und hier ist es eben mein Laden, wie gesagt, was ich echt sehr witzig finde. Und du bist jetzt die Tante, die ich auch mitnehmen kann, glaube ich, oder? Oh, das tut mir so leid, wo du schon mal hier extra hier bist. Aber bist du denn nicht hier, um dir die Stadt anzusehen? Ich mache mir natürlich Sorgen um die anderen und kann unmöglich untätig herumsitzen. Ich werde dich ganz einfach mitleiten. Aber auf die Erde zurückwerfen kann ich dich leider nicht. Aber wir können jederzeit zurück in den Laden hier. Genau. Das ist nämlich auch sehr interessant. Du freundest dich mit der Tante an. Sie kann dich in den Laden von Kumula warpen. Denn sie kann es jetzt nicht aus dem Dungeon eben rauswarpen, aber halt hier in den Laden hin zurück. Und dann aber vom Laden aus können wir einfach zur Kanone zurückgehen. Das ist ja auch kein Problem dann. Und sie funktioniert ansonsten aber halt genauso. Okay. So, will ich überhaupt was kaufen? Was gibt's denn hier alles? Es gibt Bomben, Pfeile, Tränke, hier auch noch Milch sogar, offenbar. Und da oben gibt's aber, warum hast du nur 5 Items? Warum hast du kein 6 mehr? Bla 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 bla, ich kann kein Kumulanisch. Bist du etwa Hylianer? Ich kenne deine Sprache ein wenig, verstehst du mich? Ja. Wenn du etwas brauchst, wähle einfach irgendwas aus. Es gibt nur 5, okay, warum ist da oben so eine Lücke? Das ist komisch. Naja, auf jeden Fall, ich brauche nichts. Ich habe gerade noch 2 Feen, dann noch echte Schleimschilie und immer noch Feentau, die habe ich immer noch, seit ich die damals bekommen habe. Und eben 2 Feen, also wir sind schon ganz gut gewappnet, so ist nicht. Und wir haben ja auch 17 Herzen gerade. Also, und wir haben ja auch noch 1100 Rubine, also die Magierüstung haben wir ja auch noch. Deswegen, es dürfte schon alles ganz gut enden, hoffe ich mal für uns. Übrigens, hier steht auch die Kanone, sogar 2 Kanonen, ist ganz cool. Modelle von denen, offenbar. Aber wie gesagt, wir können halt hier wirklich sehr häufig runterfallen und das kostet uns halt 4 Herzen, deswegen aufpassen müssen wir auf jeden Fall, das ist klar. Und ich glaube, ich werde sogar hier in dem Laden den Part beenden. Okay, ich würde das erstmal sagen, Leute, das war's für diesen Part von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD im Mega-Ultra-Hardcore-Helden-Modus. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird in Kumula im 7. Dungeon, der, wie gesagt, in meinen Augen, was die Rätsel angeht, die Kamera ist komisch, in meinen Augen, was die Rätsel angeht, der schwierigste von denen aus Twilight Princess. Es ist sogar einer der schwierigsten aus allen Zeldas überhaupt. Also der ist echt nicht einfach. Man sich hier so leicht verlaufen kann, einfach nur. Deswegen, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie ich mich dann hier so anstellen werde. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.